So, Dead Rising ist angesagt, Capcom sei Dank. Den ersten Teil kenne ich gar nicht, aber naja, mal sehen. Ich habe das schon ein bisschen angezockt und was ich bis jetzt gesehen habe. Wow, holy shit! Was ich nur scheiß finde, dass mein Controller hier nicht so einfach aktivieren kann. So, jetzt warte mal an. So, ich habe es schon soweit eingestellt, aber ich muss mal trotzdem noch mal Option. Okay. Start. Ich fange direkt neu an, damit ihr auch mitkommt. Also, New Game. Yes, sir. Start a new game, please. This is my shit. So, ladet. Es ladet. Ich spiele das eigentlich nicht gern mit einem Joystick. Aber naja, besondere Maßnahmen erfordern besondere, naja, ihr wisst schon, besondere Dinge halt. Was ich scheiße finde, dass das Game in Deutschland wieder mal einen Cut gibt, da ich das gar nicht so schlimm finde. Also Left 4 Dead hat schlimmere blutexplosionsartige körperfliegende zerfetzende Teile als hier. Hier kann man, also wenn man hier als ein Zombie aufschlitzt, dann sieht man halt nur pinkes Fleisch, das war's auch, also kein Organ oder so etc. pp. Und das Blut ist Hey, auch richtig scheiße you're only gemacht 2 minutes worden, ist auch into this. richtig pink irgendwie. Aber das sieht My ihr dann name is gleich. Chuck. So, das ist Chuck. Und die da auf dem Yeah, Motorrad yeah. ist wohl seine Look, Tochter. I need you to sign this release Das form Spiel ist before you nicht go up there. in der deutschen Sprache Oh, erhältlich, and also Installation klar, don't Deutsch forget geht, to include your aber next ist of halt kin. nicht auf Deutsch. Her Selbst in name is Österreich Katie. nicht. Zwar ist da ein Cut Can you take her erhältlich, somewhere safe? was ich auch hab, Yeah, aber I'll es take ist her to the halt green room. nicht auf Deutsch. Aber naja, was soll's. Wer Englisch kennt, braucht's, hat kein Problem. Go with the nice man, Katie. Also, ich habe kein Don't Problem, worry. Leute. Also, keine I won't Sorge. be long. Ist ja nicht lange dauern. Yeah, baby, yeah. So, was ihr jetzt voll machen müsst, mit dem Motorrad da, der hat links und rechts Kettensägen. Damit geht ihr jetzt zu einer Veranstaltung, wo ihr Zombie smetzen müsst mit paar Konkurrenten. Und dabei müsst ihr zusehen, dass ihr Erster wird. Also, ihr müsst nicht unbedingt Erster werden, aber Erster ist immer der Beste. Keiner traut dem. Keiner gedenkt dem Zweiten, wollte ich sagen. Okay, Bro. Let's Fets, würde ich mal sagen. Und du? So, jetzt mal ganz schnell die Fresse. Guck mich nicht an. Die KI der Zombies lässt gewaltig zu wünschen. Hey, buddy. Das I heard you lost your wife echt in mal Vegas. low. Aber was die I guess KI you suck ausmacht, at killing zombies, otherwise machen she'd still die be mit ihrer Menge wieder wett. Also, das sind schon eine richtig fette Armee. Eigentlich die gesamte Erdbevölkerung. Es gibt, glaube ich, 118 Leute, die ihr retten könnt. Was ihr nicht wisst. Ich weiß auch nicht wozu. Ich hab's noch nicht durchgezockt, aber das war gemeinsam heraus. Das Game ist echt der Hammer. Ich sag's euch jetzt schon, das wird ein Burner. Also noch kostet es 40 Euro aus Österreich am Cut. Aber Left 4 Dead war genauso damals. Dann ist der Preis angestiegen und jetzt ist der wieder im Keller. Ich sag's euch, holt's euch. Das hat einen Koop-Mode. Derbst geil. And now. It's time An dem for Modi hat's auch, America's aber most hab schon nicht dangerous game show. Das machen wir It's dabei. time for Terror is Reality! Yeah, baby! Yeah! Let's fetch! Scheiße, jetzt hab ich vergessen, womit man And here's your host, Gas gibt. Tyrone also, das ist kein Motorrad-Game oder so. Nur der Anfang beginnt halt so. Finde ich cool, hat ein bisschen so Eigenschaften wie GTA. Alles, was rumliegt, kann unternehmen. Fahren. Well, America, natürlich braucht ihr auch noch Schlüssel dazu. Ich sehe gerade mit dem Joystick, terror? die Batterien gehen gleich leer. Ich habe schon nur Batterien da parat. Falls es mal Game-Aussetzer gibt, wisst ihr wieso. All week. And
Das erinnert mich an einen Film, wo Arnold Schwarzenegger mitgespielt hat und seine Kumpels angeblich verhaftet wurden, weil sie ein Verbrechen begangen haben. Was nicht so war, da wurden die auch schon so eine Katakom verschanzt, wo sie gegen so andere Wächter kämpfen mussten. Okay, let's go! Hier gibt es jetzt Zombies und Zombies mit irgendwelchen Ballons auf dem Kopf, oder ich denke zumindest das Ballons. Wenn ihr die erwischt, bekommt ihr eine Runde. Okay, let's fetch. Eine Minute. Leon, du Bastard, hau ab. Okay, ich sehe es jetzt schon wieder. Fraps, das ist wieder zu wünschen übrig. Bin ich noch erster. Yeah, Chuck Baby, du bist der Beste. Mal gucken, ob ich über 200.000 kommen werde. Ich hab's schon mal geschafft. Dritten Anlauf. Aber hier sieht es jetzt nicht so aus. Jetzt werde ich es noch schaffen. Naja, immerhin erster. Reicht mir. Let's gefetzt, Baby. Next part. Was ich auch noch doof finde, wie man speichert. Es geht nur um Ruhrrennen. Wie auf Toiletten, Cafeterien und so weiter. Dass man mal wieder eine Toilette findet. Ich habe bis jetzt nur einen einzigen Game gefunden. Und das ist jetzt hier am Anfang. Au, Mama. Heiß. Heiß. Sexy Bitches. Ich bin nicht frauenfeindlich. Nein, nein. Ohne sie wäre dieser Planet doch nur ein Haufen Scheiße. Sagen wir ehrlich. Die Ladies machen das Leben lebenswert. Komm schon, du redest zu viel. Make some noise. Tip, you can quickly access the map by pressing back. Okay? Hab's verstanden. Drinking too much will make Chuck sick. Okay, also nicht zu viel trinken, sonst wird er krank. Habe ich noch nicht ausgetestet, aber gut. Ein Teil mehr, was ich ausprobieren will. So, das ist unser Cash, was wir gerade bekommen haben. Ja, ja, Nachrichten. Sehr interessant. Irgendwie gibt es auch überall Channel 6 News. Scheint ein berühmter Kanal zu sein. Gibt's ihn echt? Weiß ich nicht. Könnte es sein? Theoretisch ja. Ciao! Nice booty! Merkt euch sein Gesicht! Ja, mein Freund, ich traue mit dir. Scheint ein ganz guter Geselle zu sein. Ein ganz netter Typ. Nur schade, dass wir um ihn trauern müssen. Hey, do you know where the green rooms are? Yeah, take the elevator up a floor and then straight down the hallway. Okay, auf zum Aufzug. Jetzt kann ich doch nicht mehr lesen. Gut, hauen wir ab. So Jungs, dann keiner reinguckt, Tür zu. Ja. Hä? Hab ich nur... Hä? Nur 1200? Ah, 12.000. 1000. Ja. So.
Hier, Restroom. Hier könnte man jetzt zum Beispiel speichern, was ich auch machen werde. Wo ich am Anfang gespielt habe, habe ich gar nicht gespeichert. Dann bin ich vom dritten Stock aus dieser Einkaufszentrum runtergesprungen. Naja, das Ende vom Lied war, ich war tot und musste wieder von vorne anfangen. Das ist so ein Scheiß. Sowas kann einem die Spiellaune verderben. So, mal gucken mit einem Barrieren. Skip. Will ich gar nicht lesen. Skip. Hast du was Besonderes zu sagen? Wenn nein, dann lausch weg. Okay, die sagt jetzt die ganze Zeit dasselbe. Ach, ihr Zimmer, falls ihr es sehen wollt. Wow. Was ich geil finde, guck mal. Der Spiegel, richtig geil gemacht haben die, das ist ja nicht so ein 0815 Spiegel. Nur so ein silbernes Teil, was nicht mal spiegelt. So, hier könnt ihr noch nichts machen. Oh ja, ach man, leg dich auf die Couch. Ich hab dir da was zu zeigen. Da ist eine Schlange drin. So, gehen wir raus. Die Sequenzen kommen irgendwie zu oft. Ihr könnt die auch skippen, aber ich lasse die jetzt drin, damit ihr es auch mitbekommt. Oh man, da hat die Augen. Die Textur finde ich irgendwie... Naja, so lala. Oh ja, yeah. Shake that ass. Also die Textur, wenn wir jetzt vergleichen, Left 4 Dead und das, die Left 4 Dead Textur sieht realistischer aus als dieses Ding. Der Typ erinnert mich an den Typen aus Eureka. Kennt ihr die Serie? Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Dieser Sheriff da. Zwar andere Charaktere, aber... Naja. Ja, kennen wir ja schon. Du schaffst es, Mann. Halt durch! Unser Kollege, der aus dem Umkleideraum, denke ich mal, ist das. Deswegen sagt Shaw, wir müssen um ihn trauern. Das hat ihn leider erwischt. Irgendjemand hat die Zombies freigelassen. Also den ersten Teil von Dead Rising kenne ich gar nicht. Wenn es genauso Eigenschaften hat wie Dead Rising 2 jetzt hier, dann werde ich es mir auch besorgen. Ich mag eigentlich nicht so mitten in einem Game, also in so einer Game-Reihe einzuspringen. Aber ich habe den Trailer gesehen und musste einfach. Wir können jetzt hier alles aufheben, was wir finden. Ich bleibe jetzt hier bei der Axt und bei der Daisy. Desto länger ihr einen Knopf gedrückt haltet, desto mehr Damage macht er. Halt ist es tot und zählt mich nicht. Fraps lässt wieder alles lagen. Da unten steht meine Killzahl. Wie ihr seht, sterben die nicht einfach so. Ich muss schon öfter draufhauen oder richtig eine Keule geben, so wie hier. Da. Diese PPs da oben, die da angezeigt werden, also der Balken, das ist euer Erfahrungslevel. Wenn sie euch so fangen, müsst ihr hin und her mit der Maus wackeln. Oder einfach mit dem Xbox Joystick. Mit dem Digital Steuerungsstick hin und her wackeln. Nach einer Zeit gehen sogar eure Waffen kaputt, also die bleiben nicht für immer. Später, wenn ihr mehr Level habt, könnt ihr sogar springen und schlagen. Und einige Eigenschaften, Kombos etc. und pp mehr. Ihr könnt sogar Waffen kombinieren, indem ihr zum Beispiel einen Baseballschläger nimmt und Nägel drauf hämmert. So, ihr schafft eine neue Waffe. Hier diese grünen Teile, mit denen könnt ihr euch heilen, da oben links gelb